So, ich glaube, ich habe es. Hier habe ich die Spule wieder adaptiert. Ich habe da jetzt ungefähr 70 Umdrehungen runtergehauen. Dann passte das von der Induktivität her, aber von der sehr schnell vom ohmschen Widerstand nicht. Ich habe das jetzt erstmal nur provisorisch. Ich will nur mal einen kurzen Update geben. Ich bin hier auf UKW. Alles noch was wird oder nicht? Ihre Einschätzung ist dieser UKW Zeitunterschied. geht. Also UKW geht. Ja, mach aus, ist egal. Das heißt, ich muss die Spule da jetzt irgendwie rankriegen. Nur Mittelwelle und Langwelle. Das kriege ich irgendwie nicht ganz hin. Also ich habe auf Langwelle den Modulationston übers gesamte Band, egal welche Frequenz ich bei dem Frequenzgenerator einstelle. Da scheint noch irgendwas nicht ganz hinzuhauen. Es kann aber hier mit der ganzen Schirmung zusammenhängen. Ich werde das hier darauf adaptieren dann. Und dann werden wir mal gucken. Wenn jetzt UKW geht, okay, dann lasse ich es nur noch mit UKW. Dann lasse ich Mittelwelle, Langwelle außen vor, ist egal, aber dann funktioniert das. Natürlich versuche ich das hier auch nochmal, aber anscheinend hat er da noch irgendwo Probleme. Ich kriege da absolut keinen Sinn, der nichts. Ich kriege das nicht hin. UKW kriege ich hin. Wie ich UKW nachher auf der Skala abgleiche, weiß ich nicht. Das muss ich mir mal angucken. Sind zwei Spulen UKW 90 MHz, 93 MHz, L5 und L3. Muss erstmal gucken, wo hier L5 und L3 ist. Die ZF war auch hier mit eingestellt. Und damit, ich habe jetzt die ZF nicht da reingehauen, ich habe das einfach nur per Gehör erstmal so reingedreht. Den Kern auf der Seite, den musste ich echt extrem weit reindrücken. Ich weiß gar nicht, guckt der jetzt hinten raus? Nein, der ist genau in der Spule drin. Okay, passt. Das funktioniert hier aber alles noch nicht so hundertprozentig. Also der ist noch nicht geerdet. Der muss geerdet sein. Die Kerne sind ein bisschen locker. Mal gucken, ob ich das mit einem Gummiband hinkriege, wie die, glaube ich, fest gewesen sind da in dem Original. Ich glaube, da war ein Gummiband mit zwischen, weil die sind sehr locker, die Kerne. Und eventuell muss ich hier noch das gleiche machen wie da, dass ich das hier auch noch mal mache mit den Spulen. Nur als Update, also es funktioniert, bevor ich hier irgendwas weitermache, habe ich gedacht, probier es aus, guck, ob da überhaupt was kommt. Also UKW geht. Ich werde mich jetzt erstmal hauptsächlich darauf konzentrieren, das hier wieder fertig zu machen. Irgendwie, das UKW funktioniert auf alle Fälle, dass das hinhaut. Und Mittelwelle und Langwelle muss ich mal gucken. Da auf den beiden Bändern ist eigentlich sehr tagesabhängig. Langwelle habe ich eigentlich so gut wie nie was drauf. Bis auf den Wetterdienst habe ich hier. Also Langwelle, egal welche Uhrzeit, habe ich eigentlich nichts. Mittelwelle vereinzelt mal, aber das Band ist eigentlich auch relativ tot hier in der Ecke. Es kann natürlich an der Ecke hier, wo das Radio steht, liegen. Wo das Radio steht, daran kann es liegen, das meine ich. Dass es vielleicht, wenn es woanders steht, vielleicht doch noch was empfängt, aber bis jetzt habe ich auch mit einem anderen Radio, mit meinem ITT Teddy Automatikradio da, keine Ahnung, kriege ich hier bei Mittelwelle und Langwelle eigentlich so gut wie nichts in dieser Ecke hier, dieser Bastelecke, kriege ich eigentlich so gut wie gar nichts. UKW würde ich lassen. Ich glaube, der TA-Eingang müsste dann auch hinhauen. Also machen wir uns das wieder so weit fertig, dass zumindest UKW läuft, wenn Langewelle, Mittelwelle nicht hinhauen sollte. Dann ist es so.
aber dann habe ich zumindest mein Möglichstes getan, dass hier was hinhaut. Hoffe ich doch zumindest, dass es dann hinhaut. Gut, aber bis hierhin erstmal Update. Es scheint zu funktionieren. Ob es jetzt mit den Spulen da irgendwie so hinhauen sollte, wie es hinhauen soll, weiß ich nicht genau, aber irgendwas macht es schon. Mal gucken. Ich mache da mal weiter. Ist nur ein Update. Das Video dazu kommt dann gesondert irgendwann. Okay, bis dann. Tschüssi.